Treffen mit Bürgermeister Maximilian Böltl und dem Initiator Fabian Welser zur Umgestaltung des BMX-Platzes. Der Bürgermeister ließ es sich nicht nehmen, den BMX-Platz selbst zu testen. Besser macht's natürlich Matthias Kämpfer vom KSC. Wir stehen jetzt da an der ehemaligen BMX-Anlage, sage ich jetzt einmal, die also seit Jahren nicht mehr genutzt wird. Und der Fabian Welser hat jetzt die Initiative ergriffen und will das Ganze wieder aufleben lassen und hat jetzt da mit der Gemeinde gesprochen. Wie geht's denn jetzt weiter, Fabian? Also wir werden uns jetzt mit meinen Jungs zusammensetzen und dann eben eine Planung in Angriff nehmen, wie groß das Ganze werden soll, welches Material. Und dann werden wir schauen, was da durchgeht, wie das weitergeht mit der Streetworkerin zusammen. Ich habe gehört, Bedarf war da. Du hast gesagt, es gäbe genügend, die jetzt in andere Orte ausweichen. Wie viel sind es denn ungefähr? Wie viel das ungefähr sind, kann ich schwer sagen. Aber es sind auf jeden Fall einige, die jetzt nach Unterhaching und nach Solln fahren, weil da eben so Anlagen stehen. Also in Unterhaching und in Solln sind Leute mit Baumarktfahrrädern und Leute mit Fahrrädern für 2000 Euro. Die Gemeinde soll es erstellen und ich glaube, für den Unterhalt und die Wartung und Umbau und was alles so gemacht wird, machen dann die BMX-Fahrer selber, ne? Genau, also sowas wird eigentlich von den Fahrern in Stand gehalten, weil die dann eben auch die Sprünge umbauen und das Ganze herrichten. Vor jedem Fahren muss das eigentlich wieder geshaped werden, also platt gemacht werden, die Kanten neu gemacht werden. Wie geht's denn weiter, terminplanmäßig, was habt ihr denn gedacht? Also jetzt sind leider erst Semesterferien, das heißt, es wird ein bisschen dauern mit der Planung. Es sind jetzt nicht viel zu erreichen, aber ich denke mal so Anfang Oktober, Mitte Oktober, Ende Oktober.